Oh, Christ, du wirst keine Ausrede haben. Es wird Gott nach Hesekiel 3 von dir und deiner Hand das Blut derer fordern, für die du nicht da warst, die du nicht gemahnt hast und gewarnt hast, denen du nicht gepredigt hast, das Heil in Jesus Christus. Wenn du beschenkt bist mit dieser Gabe Gottes Vergebung all deiner Schuld und Sünde, wie kannst du das bloß in dir behalten? Bis das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt Jesus Christus. Wie kannst du das bloß in dir behalten, ohne zu platzen geradezu? Geh auf die Straße, geh und schrei, sag's ganz laut von den Dächern herunter. Sag's in deiner Familie, sag's in deiner Partei, sag's in deiner Firma, sag's deinem Chef, sag's deinem Untergebenen, sagt es euch untereinander, Mann und Frau, Kinder und Eltern, sagt es weiter, dass Jesus Christus alleine unser Heiland ist. Meine lieben Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, ach, Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Meine lieben Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie einladen. Ich möchte Sie nicht nur einladen, ich möchte Sie auch ein wenig herausfordern. Herausfordern, sich auf eine Fragestellung einzulassen, die Sie so vielleicht noch nicht gehört oder gesehen haben. Ja, ich möchte Sie ermutigen, vielleicht einmal stehen zu bleiben. Und ich möchte mich auch ganz bewusst an unsere muslimischen Freunde wenden, denn ich möchte eine Frage in unsere Mitte einfach mal stellen, die auch die Muslime bewegt, die die Buddhisten bewegt, die jeden Menschen irgendwie so bewegt. Aber bevor ich zu der Frage komme, möchte ich eine andere Frage vorwegschieben, und zwar: Gibt es eigentlich Gott? Gibt es Gott? Ja, die einen sagen, ich glaube nicht an Gott, ich glaube eher so an das, was uns Darwin so erzählt hat. Ich glaube an den Urknall, ich glaube an dieses und an jenes. Die anderen sagen, ich glaube daran, dass wir irgendwie vom Affen abstammen oder dass wir aus dem Meer gekrochen sind oder irgendwie sowas. Und für uns ist einfach diese Frage wichtig: Gibt es Gott? Wenden wir uns erstmal an die, die so an diese Urknalltheorie glauben. Und ich fordere ganz bewusst zum Nachdenken auf und ich mache eine ganz, ganz gewagte Behauptung. Ich sage, von der nächsten Sache, die ich jetzt als Frage in den Raum stelle, wenn du es schaffst, mich vom Gegenteil zu überzeugen, dann werde ich meinen christlichen Glauben niederlegen. Meine Frage ist die: Ist ein Knall, auch ein Urknall, ist ein Knall eine Ursache oder ist es die Wirkung einer Ursache? Nun ja, wir brauchen nicht alle studiert sein. Schon 10-jährige Kinder können begreifen, dass ein Knall, eine Explosion, ja, nicht eine Ursache ist, sondern die Wirkung einer Ursache. Wenn heute hier, ich sag mal so, in 500 Metern eine Explosion hinter diesem Gebäude dort vorne stattfindet, dann wird jeder diese Explosion hören und alle werden hinrennen und werden schauen, was war eigentlich die Ursache dafür? Worauf willst du eigentlich hinaus, wirst du dich fragen. Ich will darauf hinaus, dass ich dir einfach sage, wenn du mir sagen kannst, was die Ursache für den Urknall wäre, an den du so sehr glaubst, dann würde ich das Christentum beiseite schieben und würde sagen, ich folge dir. Aber namenhafte Wissenschaftler, namenhafte, wirklich Koryphäen der Wissenschaft haben es nicht geschafft, sich dieser Frage zu stellen. Und selbst die Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, die Urknalltheorie ist die, aus der wir alle entstanden sind, sind in den letzten 10 Jahren, und das kannst du selber nachverfolgen, sind in den letzten 10 Jahren von ihrer Theorie zurückgewichen und mussten anerkennen, ja stimmt, für einen Knall muss es eine Ursache geben. Ein Knall ist nur eine Wirkung. Und so möchte ich dich einfach dazu animieren, glaube nicht an so etwas wie die Urknalltheorie, sondern glaube an etwas anderes, und das möchte ich dir jetzt bringen. Ich möchte dir sagen, warum es nicht nur vom Glauben her erforderlich, sondern warum es auch von der Logik her uns sozusagen diktiert wird, an einen Schöpfer zu glauben. Ja, der Glaube an einen Schöpfer ist noch nicht mal so herausfordernd wie der Glaube an einen Urknall.
Ich finde den Glaube an einen Urknall schon herausfordernder. Wie gesagt, weil es für den Urknall überhaupt gar keine Ursache gibt. Der Knall ist ja nur die Wirkung irgendetwas, was davor war. Was war vor dem Knall? Was hat den Knall ausgelöst? Was wolltest du uns sagen mit der Mütze und mit dem Fahrrad? Ja, meine Ursache ist Gott, deswegen stehe ich hier. Danke für deinen Einwand. Meine Ursache ist Gott. Gott ist die Ursache allen Lebens. Er, der Schöpfer. Warum kann ich das so fromm und frei behaupten? Nun ja, nichts in dieser Welt ist da ohne einen Erschaffer. Wenn du jetzt beispielsweise hier in dieser Stadt rumläufst, dann läufst du auf einem Boden, auf Steinen, die von Menschen bearbeitet und geschaffen sind. Jedes dieser Gebäude ist ein Zeugnis dafür, dass es Architekten und Baumeister gibt. Überall. Woher weiß ich zum Beispiel, dass das Gemälde der Mona Lisa unbedingt einen Maler voraussetzt? Ich kann es dir sagen, Gemälde malen sich nicht von selbst. Ist doch klar, oder? Und wenn du mir jetzt beispielsweise sagst, ja, aber alles, was hier ist, ich glaube immer noch daran, all das Leben und alles, was da ist, ist durch den Urknall passiert, dann muss ich dir sagen, überleg doch einmal. Das Leben ist so komplex in seinem Dasein. In einer einzelnen menschlichen Zelle gibt es so komplexe Stoffwechsel- und elektrolytische Vorgänge, die kann kein Computer, sei er noch so gut in dieser Welt, berechnen, was dort in einer Zelle vor sich geht. Das braucht wirklich einen Schöpfer. Diese Präzision braucht einen Schöpfer. Und ich mache jetzt mal wieder gewagte Aussagen. Nicht einmal etwas so Kompliziertes wie die Stoffwechselvorgänge in den Zellen unseres Körpers brauchen einen Schöpfer, sondern so etwas Billiges wie das an meinem Handgelenk. Oder willst du mir etwa sagen, diese Uhr, die ganzen Teile dieser Uhr an meinem Handgelenk, die flogen so durch den Kosmos und auf einmal hat es geknallt und bumm, da war die Uhr an meinem Handgelenk. Was ist das denn für ein Glaube? Übrigens, namhafte Wissenschaftler haben sich, wie ich schon bereits gesagt habe, genau damit auseinandergesetzt. Wer von uns kennt Isaac Newton? Isaac Newton ist wohl bekannt, eine Koryphäe, gerade auf dem Gebiet der Physik. Und Isaac Newton hat einmal etwas sehr, sehr Gutes getan. Er hatte einen Freund und dieser Freund, er war so angetan von dieser Urknalltheorie. Und eines Abends, da hat Isaac Newton diesen Freund zu sich eingeladen. Und er führte ihn dann in seine Scheune herein. Und der Freund ging nun zusammen mit Newton in die Scheune von Newton. Und dort war aufgebaut ein sozusagen Modell der Planeten, wie sie sich bewegen und wie sie funktionieren und wie die Sonne wirklich dort ist und wie die Planeten um die Sonne sich drehen und das Sonnensystem. Und Isaac Newton stand dort mit seinem Freund und der Freund stand dort vor Isaac Newton. Und er sagte, wow, wie hast du das hergestellt? Wie hast du das mit einer solchen Präzision und solch einer Handwerkskunst denn erschaffen? Und Isaac Newton sagt, nein, nein, mein Freund, das habe ich nicht erschaffen. Dieses Modell, das stand auf einmal in meiner Scheune. Des eines Morgens wache ich auf, ein Riesenknall vor meinem Haus und bumm, da war dieses Modell der Planeten. Sein Freund sagt, ach, hör auf mich zu veralbern, so etwas gibt es nicht. Auf einmal knallt es und dann war dieses Modell von den Planeten so cool, so in so einer ausgereiften Form, wie es hier in deiner Scheune steht, dann da. Hör auf, mich zu veralbern. Und Isaac Newton wendet sich an seinen Freund und sagt, naja, wenn du schon annimmst, dass das nicht möglich ist mit so einem billigen Imitat des Echten, wie viel mehr sollte dann das Echte durch Zufall entstanden sein? Und genau so ist es, ihr Lieben. Wir sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern wir sind gewollt. Du bist gewollt. Der Schöpfer Gott hat dich gewollt. Und er hat dich gemacht. Und er will Beziehung mit dir leben. Das Problem ist nur, wir wollen nicht Beziehung mit ihm leben. Wir verachten ihn allzu gerne. Wir stoßen ihn zur Seite mit all unseren Theorien. Wir sagen, Schöpfer, dich gibt es nicht. Ich glaube an den Urknall. Ich glaube, ich bin vom Affen. Oder ich glaube, ich bin irgendwo auf dem Dach in einem Möwennest geboren. Oder was auch immer. Aber Wahrheit ist, du bist herrlich und wunderbar gemacht. Du bist nicht das Produkt eines Zufalls, du bist nicht das Produkt eines Urknalls, sondern du bist das Kunstwerk des Schöpfers selber. Und dieser Schöpfer möchte, dass du ihn kennenlernst. Darum sind wir heute hier. Wir
verkündigen die Wahrheit, dass Gott real ist. Aber das Ding ist, wenn Gott real ist, und das setzen wir jetzt einfach mal voraus, wir setzen einfach mal voraus, dass dieser Glaube an den Urknall einfach so undurchsichtig und so abstrakt und so konfus ist, dass ihn ja gar keiner glauben kann. Also wenn wir den Schöpfer Gott wirklich sehen als Gott, dann gibt es eine Konsequenz. Was können wir tun, um ihn kennenzulernen? Was kannst du tun, um Gott kennenzulernen? Du kannst gar nichts tun, denn du hast dich getrennt von Gott. Deine Sünde und deine Schuld trennen dich von dem Allmächtigen. Er hält dir seine Hand entgegen, doch deine Schuld und deine Sünde trennen dich von ihm. Gott sagt zum Beispiel, und da sind wir wieder bei diesem Bericht aus der Bild-Zeitung heute, das ganze Land ist unter der Wasserflut versunken und die Bild-Zeitung titelt, oh Gott, nach dem Motto, oh Gott, wo bist du? Gott sagt, mein Ohr ist nicht zu schwer, um zu hören. Und mein Arm ist nicht zu kurz, um zu erretten. Aber eure Missetaten sind es, die euch von mir trennen. Unsere Ignoranz Gott gegenüber, unser Bestreben, der eigene König unseres Königreiches zu sein, auf unserem eigenen Thron zu sitzen und Gott, den guten alten Vater im Himmel sein zu lassen. Unsere Ignoranz und unsere Frechheit ihm gegenüber, dass er so gnädig ist, uns jeden Tag Essen, Trinken, Kleidung, Obdach und alles, das Leben schenkt. Und wir ihm nicht einmal dafür danken, sondern ihn noch verachten, verraten und verspotten. Unsere Sünde hat uns von ihm getrennt. Aber die frohe Botschaft ist, wir müssen nicht von diesem Gott getrennt bleiben. Was können wir tun, damit unsere Sünde getilgt wird, damit wir errettet werden von unserer Schuld? Und jetzt möchte ich meine lieben muslimischen Freunde ins Boot holen. Ich möchte all die Buddhisten ins Boot holen. Ich möchte fragen, liebe Muslime, wo ist eure Heilsgewissheit? Sagt euch der Koran, dass ihr bestimmt errettet werdet? Und lasst es mich euch sagen, ich habe den Koran gelesen. Er sagt es mit keiner Silbe, dass Errettung möglich ist überhaupt, sondern Errettung ist vielleicht, wenn der Allmächtige gnädig ist, aber es hängt immer über einem so dieses, naja, vielleicht und naja, ich weiß nicht. Aber ganz anders ist es mit den Christen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Es trifft sich ein Jude mit einem Muslim und einem Christen. Alle drei stehen nun dort und sie fragen sich untereinander, hey, was muss ich tun, um errettet zu werden? Der Muslim sagt, nun ja, ich weiß, ich werde vielleicht errettet, wenn ich die Hadsch pilgere, wenn ich einmal nach Mekka pilgere und den Willen des Allmächtigen tue, wenn ich nur strikt auch den Ramadan halte und mein Almosen gebe und wenn ich meine Gebete am Tag abhalte und tue, was mir der Koran sagt, dann werde ich vielleicht, aber ich weiß es nicht, vielleicht, so Gott will, inshallah, ich werde errettet werden, aber ich weiß es nicht ganz genau. Kommt der Jude und er sagt, nun ja, ich weiß auch nicht, ob ich errettet werde, aber ich tue eins, ich befolge strikt die Regeln meines Gottes. Ich befolge die ganzen Gebote Gottes. Ich tue alles, was in der Bibel geschrieben steht. Ich tue auf Komma und Strich jedes Gebot. Ich faste regelmäßig, ich gebe auch mein Almosen, ich bete Gott an, gebe ihm die Ehre und ich versuche mit aller Gewalt das Gesetz Gottes so gut zu halten, wie es nur geht. Aber, und nun kommt die Frage, auch ich als Jude weiß nicht, ob ich errettet werde. Nun haben wir schon mal die Muslime, die nicht wissen, ob sie errettet werden. Sie haben keine Gewissheit. Wir haben die Juden, die nicht wissen, ob sie errettet werden. Sie haben keine Gewissheit. Alles steht und fällt mit dem Befolgen der Gebote, mit dem Tun und Machen und hoffentlich bin ich gut genug. Aber da stand noch ein Christ daneben. Fragen wir einmal den Christen. Hey, wie sieht es mit dir aus? Weißt du, dass du errettet bist? Was musst du alles tun, du Christ? Und der Christ, er schaut zu Boden, er wagt sich nicht einmal mit so viel guten Werken zu glänzen wie die anderen beiden. Und der Christ bekennt, ich habe Gott verachtet mein Leben lang. Ich habe Gott missachtet mein Leben lang. Ich habe ihn bespuckt, ich habe ihn beschimpft und ich habe ihn mit Füßen getreten. Ich habe seinen Willen nicht getan und ich habe alles in meinem Leben getan, was ihn verärgert und ihn verleugnet. Ich wollte ihn meines Lebens nicht kennenlernen und ich hatte überhaupt keine Ambition, irgendwie irgendwo gottesfürchtig zu sein.
Doch ein Tag war in meinem Leben, da habe ich zum Kreuz geblickt und ich sah Jesus Christus. Und ich sah durch Gott, dass ich schuldig geworden bin vor Gott durch meine Sünden. Und er hat mir gezeigt, dass er für mich das Werk getan hat, was ich niemals hätte tun können. Und ich habe an Jesus Christus geglaubt. Und die Bibel sichert mir zu, Gott sichert mir zu, wenn ich nur an diesen Jesus glaube und ihm vertraue, so bin ich hundertprozentig gerettet. Sehen wir den Unterschied, meine Lieben? Ihr lieben Freunde im Islam, ihr müsst viele Werke tun und wisst nicht, ob ihr errettet werdet. Ihr lieben Freunde im Judentum, ihr müsst so viele Werke tun und wisst nicht, dass, ob ihr errettet werdet. Aber wir Christen, wir können euch eins sagen, wir sind gerettet, wir haben schon das Heil. Dies aber ist das ewige Leben, sagt die Bibel, dass wir an den auferstandenen Sohn Jesus Christus glauben. Und wir sind errettet durch Jesus, nicht durch unsere guten Werke, sondern durch den einen, der für uns das eine Werk getan hat, das vor Gott wirklich zählt. Deine Werke können dich nicht retten. Du kannst auf all den Leitern der verschiedenen Religionen bis in die letzte Sprosse dich hocharbeiten und nicht ein einziges deiner guten Werke wird vor Gott Bestand haben. Aber das eine Werk, das vor Gott Bestand hat, egal ob es für den Moslem, ob es für den Juden, ob es für den Buddhisten ist, vor Gott gibt es keinen Ansehen der Person, vor ihm sind wir alle gleich. Das eine Werk, das Jesus getan hat, reicht aus, um uns von unserer Schuld und Sünde zu erretten. Und somit wollen wir euch sagen, glaubt an Jesus Christus. Keine guten Werke mehr. Natürlich, gute Werke sind gut. Es ist gut, freundlich zu sein. Es ist gut, zu geben. Es ist gut, gute Dinge zu tun. Aber sie werden uns niemals erretten. So glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Nicht durch Werke, sondern aufgrund des Glaubens, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Falls jemand Fragen hat, egal was für eine Frage, sei es aus muslimischer Sicht, sei es aus buddhistischer Sicht, sei es aus atheistischer Sicht, sei es aus irgendeiner Sicht. Wenn irgendjemand Fragen hat, wir stehen hier noch und wollen uns jeder Frage stellen. Es können auch Fragen sein, die gar nicht über den Glauben sind. Die meisten Fragen, die mir gestellt werden, ist immer wieder dieselbe. Ey Sven, was bist du eigentlich? Bist du Türke oder bist du Spanier? Auch solche Fragen gehen, stelle ich mich auch. Also, stellen Sie Fragen, bitte. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.